Hallo zusammen. Ich wollte euch ein paar Hinweise geben, wie ihr aus Band in the Box heraus sozusagen Noten drücken könnt. Das Notendrucken ist ja normalerweise immer mit einem anderen Programm möglich und wir haben vielleicht die Noten in einem Buch und können das dazu spielen. Aber was machen wir, wenn wir die Noten dazu nicht haben, aber wir haben eine Band in the Box Datei, in der alle Noten enthalten sind. Alle Noten? Ja, tatsächlich alle Noten. Und wir können diese Noten alle ausdrucken und das möchte ich jetzt ein wenig demonstrieren. Schauen wir uns dazu das Menü von Band in the Box an. Wir haben in Band in the Box in der ersten Einstellung die Möglichkeit, uns im Chord Display hier die Stimme auszuwählen, die wir sehen wollen als Melodie. Ich habe in diesem Fall das Tenorsaxophon gewählt, weil ich mit dem Tenorsaxophon dazu gespielt habe. Aber genauso gut kann ich auch Baritonsaxophon wählen, Klarinette, Trompete und dergleichen. Spiele ich ein Bassinstrument, macht es natürlich Sinn, die Melodie im Bassschlüssel anzusehen. Das sehen wir hier. Und ja, das tun wir jetzt einfach nur mal, damit ihr seht, was passiert. Ich stelle jetzt auf Altsaxophon und schon ändert sich hier unten das Notenbild. Ihr seht jetzt die Altsaxophonstimme. Ich gehe wieder zum Chord Display und wähle jetzt meinetwegen Melodie im Bassschlüssel. Dann seht ihr nichts, weil die Melodie jetzt in dem untergelegenen System ist. Es sind ja immer zwei Systeme bei Band in a Box und dort ist dann die Melodie im Bassschlüssel. Gut, das kann ich jetzt leider nicht so demonstrieren, wie ich es gerne möchte, aber ihr könnt, wie gesagt, dieses ausprobieren, indem ihr dieses Menü aufruft. Ja, jetzt habe ich also meine Stimme, die ich in der Melodie sehen möchte. Nehmen wir mal an, ich möchte doch das Tenor sehen und die Stimme ist mir zu hoch. Ja, was mache ich jetzt? Dann kann ich quasi entweder auf die B-Stimmen-Notation in der Klarinette gehen oder in der Trompete gehen, dann rutscht es nach unten, wie ihr jetzt seht, und ist gleich eine Oktave tiefer. Genauso kann ich auch die Konzertklangstimme ausdrucken, also sprich die Stimme für alle Flöten, Geigen, Gitarren und dergleichen klingenden Instrumente. Ich denke, das ist klar. Und was mache ich nun? Ich habe jetzt also hier meine Stimme und habe hier die Möglichkeit, über diesen Button Lead Sheet kann ich mir jetzt anschauen, meine Stimme. Dass sie jetzt nicht von Anfang an zu sehen ist, hängt damit zusammen, dass das Stück von mir mittendrin angehalten wurde. In dem Moment, wo ich jetzt also den Play-Button drücke, dann ist es wieder von vorne zu sehen, brauchen wir aber im Moment nicht, denn wir wollen ja eigentlich das ausdrucken. Okay, nehmen wir mal an, wir wollen mehr Stimmen hier, also nicht Stimmen, sondern Notensysteme untereinander sehen, dann kann ich das auch verändern, indem ich bei den Optionen quasi hier angebe, wie viele verschiedene Notensysteme ich sehen möchte. Hier ist jetzt 4 eingestellt, jetzt stelle ich mal 5 ein und dann wechselt das im Laufe der Einstellung, wie ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 und so könnt ihr immer mehr Stimmen
abbilden und irgendwann macht es natürlich keinen Sinn, weil zu viel untereinander ist. Insofern ist es vielleicht so, dass ihr es gut lesen könnt. Die Einstellung solltet ihr wählen. Gut, dann könnt ihr noch viele andere kleine Details einstellen. Will ich die Akkorde über dem System sehen? Das würde ich sagen, ja. Will ich die einzelnen Schlüssel sehen, dann kann ich das auch einstellen. Das ist hier, Clef sign every line und so weiter und so fort. Das kann man also einstellen und je nachdem, wie ihr das wollt, könnt ihr mal das ein bisschen ausprobieren, hier diese Haken unterschiedlich setzen und könnt dann entsprechend die Ansicht beeinflussen. Ihr könnt auch noch die Größe beeinflussen, 100%. Ihr könnt auch es noch kleiner machen, dann kann man es halt nicht mehr lesen. Aber ihr könnt es auch größer machen, dann kann man es besser lesen. Und ab einer bestimmten Größe, das ist jetzt viel zu groß, wird dann natürlich auch das nicht mehr richtig abgebildet. Und dementsprechend wird dann einfach ein Notensystem wieder ausgeschaltet. Also Band in the Box macht das ziemlich autonom. Hier könnt ihr auch ein bisschen rumspielen, wie viele möchte ich gerne, wie viele Systeme möchte ich gerne auf meinem Notenblatt haben. Ja, nun nehmen wir mal an, wir wollen das entsprechend so haben. Ich gehe nochmal auf die 100% und sage dann einfach, jetzt habe ich meine Einstellung und dann sage ich okay. Und dann habe ich das vorbereitet, also hier, ich sage das nochmal, im Optionsfeld, da könnt ihr das beeinflussen. Nun könnt ihr auf Print gehen, also drucken. Und hier ist es sehr wichtig, Achtung, Achtung, dass ihr einen Button einstellt, nämlich First Chorus. Denn die Melodie wiederholt sich ja in den verschiedenen Chorussen. Und wenn ihr jetzt etwa einstellt Whole Song, dann könnte es sein, dass ihr 25 Blätter aus dem Printer holen müsst, weil jede einzelne Stimme ausgedruckt wird für jeden Chorus und so weiter und so fort. Das braucht ihr nicht und dementsprechend Empfehlung, First Chorus einstellen und falls es euch, sagen wir mal, gut aussieht, wenn ihr noch einstellt, was es ist. Nehmen wir mal an, ein Latin-Stück. Dann könnt ihr das hier hinstellen. Das Stück ist ein traditionelles Stück aus Schweden, also kein Komponist. Das könnt ihr auch noch mit einstellen. Ihr könnt sogar einstellen, ich will nur die Akkorde sehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch dazu Notizen machen wollt. Ja, und damit wärt ihr schon in der Lage, jetzt das quasi in Band in a Box auszudrucken. Ich drücke auf den OK Print Button. Und jetzt müsst ihr euren Drucker auswählen. Dieser Drucker sollte natürlich auch entsprechend ausgewählt sein. Wenn man verschiedene Drucker hat, dann kann man hier seinen Drucker, der angeschlossen ist. Uiuiui, das sind ziemlich viele bei mir, die ich besitze. Und dementsprechend habe ich auch sehr viele Drucker zur Auswahl. Ich gehe zurück zu dem Drucker, den ich im Moment habe. Ganz wichtig, Drucker auswählen und dann könnt ihr es drucken. Dann kommt es aus dem Drucker raus. Ihr könnt allerdings auch hier hingehen und könnt in PDF die Noten haben und könnt sie euch in der Vorschau dann öffnen oder in eurem Programm das PDFs öffnen. Ich mache das jetzt mal und da sehe ich es nun. Ja, und jetzt kann ich also auch sehen, hier steht der Titel, hier steht Latin, hier steht traditionell und die Note kann ich nicht spielen. Oh, wei, oh, wei, dann muss ich doch nochmal transponieren. Das mache ich jetzt aber nicht. So sieht also euer Notenblatt aus. Wenn es zu tief ist, müsst ihr es nach oben transponieren. Das hatte ich euch ja gezeigt, wie es geht. Ja, und dann auf den Drucken-Button drücken.
und ihr habt die Noten in Papierform oder als PDF und könnt sie auf eurem Rechner anschauen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausdrucken von Noten mit Band in a Box.